Ah, da ist die Bahn. Schnell rein. Huiuiui. Das war aber knapp, liebe Zocker und YouTuber. Willkommen zurück zu Star Citizen und zum Tag 5. Ich glaube, es ist Tag 5 der Expo. Auf jeden Fall mit den nächsten Schaustellern. Tja, und heute steht auf dem Programm, ich würde mal sagen, Everybody's Darling. Eine der beliebtesten Firmen, einer der beliebtesten Hersteller von Raumschiffen überhaupt im Verse. Ja, und das ist natürlich Crusader Industries. Das heißt, diese hübsche kleine Schmiede, die verantwortlich ist für die Starrunner und die Starlifter in ihren diversen Ausführungen. Und die jetzt natürlich auch hier, wir haben den nächsten, ich sage jetzt mal, den nächsten Tag, wo irgendwas Neues kommt, die auch dafür verantwortlich sind, für den neuesten Streich, der wahrscheinlich auch wieder sehr gut ankommen wird, die beiden Aresjäger. So, jetzt wollen wir mal hier reinhopsen. Ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum Crusader Industries so beliebt ist bei den Leuten. Ich glaube, das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass die Raumschiffe relativ spät kamen, nicht wie zum Beispiel hier die ganz frühen Raumschiffe wie die Conny oder so. Das heißt, die waren alle schon so ein bisschen ausgereifter, die von Crusader kamen. Und deswegen, glaube ich, ist Crusader ein sehr beliebter Hersteller bei den Leuten. Und einfach, weil die Schiffe, naja, sie sehen einfach geil aus. Sie haben eine sehr ikonische Form, aber das werden wir natürlich gleich sehen. Und weil Crusader noch nicht so ganz alt ist und noch nicht so viele Fahrzeuge und Schiffe hat, gibt es noch einen zweiten. Wo haben wir ihn denn überhaupt? Ich bin jetzt gerade so ein bisschen... Da, Crusader, und da haben sie noch einen zweiten Hersteller, und zwar Tumbril Land Systems, damit wir die Messehallen etwas füllen können. Wir müssen dafür in die Zenithalle. So. Ab geht's, und dann gucken wir uns mal an, was Crusader so zu bieten hat. Und dann werdet ihr auch gleich sofort, ich meine, ihr werdet es natürlich sowieso schon wissen, aber wenn irgendjemand es noch nicht auf dem Schirm hat, dann werdet ihr wissen, warum Crusader eine ikonische Schiffsform hat. Ich nenne es ja gerne die Flunderform. Ja, irgendwie sehen alle Crusader-Schiffe aus wie Flundern. Keine Ahnung warum, werdet ihr gleich sehen. Dass wenn die bösen Zungen sagen Flundern, die positiven Zungen würden sagen, sie sind halt sehr aerodynamisch. So, da haben wir die Flundern, und zwar erstmal die großen Flundern. Das hier sind die Starlifter, beziehungsweise die Herkules-Schiffe. Ich glaube, Starlifter hießen sie ehemals. Und das sind natürlich die ganz großen Dinger von Crusader Industries. Du stehst hier im mach einfach. Und zwar haben wir da die C2, die M2, und ganz hinten, das dürfte die A2 sein. Die C2 ist der reine Transporter mit knapp 700 SCU und relativ wenig Bewaffnung und ich glaube Platz für, ja, zwei Tonks oder zwei Ballistas oder zwei, jetzt neuerdings Spartans, müsste man sagen. Also eine Menge Platz. Dann haben wir die M2 mit ein bisschen weniger SCU, aber auch noch Platz für dieselben Fahrzeuge, und den A2, den dicken Bomber da hinten. Also wer mal sehr interessante Schiffe fliegen möchte, vor allem sehr gut zu handelnde Schiffe und vor allem sehr große Schiffe mit viel Platz, um Sachen reinzuladen, da haben wir diese Schiffchen hier. Die haben wir alle schon ausführlich gezeigt, deswegen werde ich da jetzt nicht reinkraxeln. Aber ja, halt sehr schöne Schiffchen, aber wie gesagt, sehen alle aus wie Flundern. So, und von Crusader Industries ist bekannt, ich guck mal ganz kurz, wo wir hier sind. Sie designen alle ihre Schiffe in dieser Art und Weise. Und deswegen gucken wir uns mal gleich die anderen Schiffchen an. Die müssten da auf, genau, unten links. Das ist der Starrunner und die beiden neuen, die Starfighter. Kann er hier nochmal gucken? Ne, die heißen auch nicht. Doch, sie heißen tatsächlich Starlifter. Da, Starlifter. Jetzt kommen wir zur Starfighter und zur Starrunner. Das ist eine weitere Macke von Crusader. Ich glaube, die Spieler mögen sie hauptsächlich, weil sie so eine ikonischen Macken haben. Die Schiffe sehen alle wie Flundern aus und sie heißen alle Star irgendwas. Also Star Lifter, Star Runner, Star Fighter, Star Bordell, Star Fliegende Disco. Ihr wisst, was ich meine, ja? So, dann gehen wir mal zu den anderen Schiffen und kommen hier, glaube ich, gleich zu den zwei neuen Schiffen. Ja. Gucken wir uns gleich an, die zwei neuen. Da hinten steht erstmal noch eine andere Flunder. Das ist natürlich die Starrunner, ehrlich gesagt mein Favorit bei den Crusader Industries Schiffen, weil sie ist halt, ja, sie ist halt wirklich so eine Art Millennium Falcon, muss ich sagen.
bisschen asymmetrisch, wahnsinnig schnell, zwei Geschütztürme oben und unten. Also sie ist wirklich eine hübsche. Das ist auch eins von den Schiffen, die ich mir absolut sicher vorgenommen habe, nicht einzuschmelzen. Bei mir ist das nie ganz sicher, aber naja, ihr werdet demnächst sehen. Ich denke mal, da wird sich in dieser Expo noch ein bisschen was ändern, aber ich verrate es noch nicht. So, aber wer hier ein bisschen die Sache verfolgt hat, der wird natürlich wissen, das hier sind die beiden neuen Babys. Und es fällt gleich eine Sache aus. Das sind die Starfighter, das hier hinten. Das hier dürfte die Inferno sein und das hier dürfte die Iron sein. Die Starfighter Iron oder Ares Iron und die Ares Inferno. Und guckt euch mal bitte dieses Geschütz an. Das hier, kann man jetzt im Moment offiziell sagen, ist das größte bisher von Spielern bedienbare Geschütz in Star Citizen. Nämlich ein Klasse 7 Geschütz. Es gibt größere, die befinden sich aber auf Schiffen, die noch nicht vom Spieler bedienbar sind. Auf der zum Beispiel auf der Idris oder auf der Javelin, aber das hier ist von Spielern bedienbar, ein Klasse 7 Geschütz. Und ihr seht, das Ding ist fix eingebaut in den in die Ares. Das hier ist ein Gatling-Geschütz, also brrrt, na eher so dumm, 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 dumm in dem Falle. Und das ist dazu gedacht, Großkampfschiffe zu bekämpfen. Und die Dinger sind sowohl bei der Ares Inferno hier, das Gatling-Geschütz, als auch bei der Ares Iron, die hat ein Lasergeschütz. Die sind fest verbaut, das heißt, man kann sie nicht austauschen und sie sind gefixt. Das heißt, sie sind nicht gegimbelt, sie steuern also nicht. Das heißt, man muss das ganze Schiff als Zielvorrichtung verwenden. Ja? Also zwei eigentlich große Nachteile, die man hier in Kauf nimmt dafür, dass man ein Klasse 7 Geschütz bedienen darf. Erstmal, man kann die Waffe nicht ändern, also nicht wechseln. Und zweitens, man kann auch nicht die, man hat keine gegimbelte Version. Also zwei große Nachteile, die aber natürlich in Ordnung sind, wenn man sich überlegt, dass dieses Schiff hier wirklich ein relativ kleines ist, ein Jäger und dafür eins der größten Geschütze, also bis jetzt das größte Geschütz im PU hat. So, ich würde mal sagen, wir leihen uns natürlich beide aus. Die will ich beide mal Probe fliegen, habe ich noch nicht gemacht. Ja. Hoppala, raus da, so. Also wie gesagt, das ist die Inferno mit dem Gatling-Geschütz. Wir können ja mal ganz kurz einsteigen. Ich weiß allerdings, da, Enter Pilot Seat. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Ja, ich will da, ja, es ist Enter Pilot Seat. Das muss ich, würde jetzt, so, jetzt kletter ich darauf. So, jetzt müsste das Ding auch noch zugehen, glaube ich, irgendwie. Ja, jetzt geht's zu. Die Sicht halt sehr hübsch, muss man sagen. Und wenn man nach vorne guckt, sieht man gleich hier rechts dieses Riesenmonster-Geschütz rausgucken. Wir können ja mal kurz in die Außenansicht. Und da haben wir die Entfernung nochmal richtig. Und hier mit diesem Wabenmuster sieht die eigentlich ziemlich genial aus. Und auch wieder flundrig halt, ne? Wie sich das für ein Crusader-Schiff gehört. Und vor allem auch mit den charakteristischen Triebwerken eines Crusader-Schiffchens. Ja, und das war eigentlich auch schon das Interieur von den Dingern, weil viel mehr Interieur haben die nicht. Wie gesagt, das ist ein Jäger, der einen einzigen Sinn und Zweck hat, nämlich mit seinem dicken, fetten, ungelenkten Geschütz, fest eingebauten Geschütz, Großkampfschiffe zu behaken. Feindliche Jäger zu behaken dürfte ein bisschen schwierig sein, auch wenn das natürlich geht bei NPCs, aber bei einem richtig guten Spieler dürfte das schwierig sein, mit einem gefixten Geschütz irgendwas zu treffen von den Spielern. Vor allem, ich weiß nicht, wie wendig die Ares ist, aber naja. Ja, also das einer von zwei Anti-Großkampf-schwere Jägerschiffe. Man könnte, na, Bomber ist es nicht, aber schwere Jägerschiffe. Nebenbei hat sie noch ein paar hübsche kleine Raketen, aber ehrlich gesagt würde ich mal sagen, das Hauptaugenmerk ist dieses riesige, fette Geschütz. So, mal gucken, ob ich hier wieder rauskomme. Wenn nicht, war es das heute schon. Nein, ich komme diesmal wieder raus. Und da gucken wir uns natürlich auch noch gleich mal die Iron an, also quasi das Schwesterschiff von der Ares Inferno. Und das unterscheidet sich insofern, dass es eine andere Außenhülle, anderen Skin hat. Und dass die Wumme keine Gatling-Gun ist, sondern eine Laserwaffe. So, praktischerweise ist er jetzt hier gerade ausgestiegen. Das heißt, ich kann da rein. Enter Pilot Seat. Ja.
Jetzt muss ich da nochmal draufklicken. Ich weiß nicht, warum ich da zweimal draufklicken muss, aber ich muss es halt. Ja. Also, ein Vorteil von der Ares Iron gegenüber der Ares Inferno, könnte man jetzt natürlich denken, ist die Tatsache, dass sie keine Munition braucht. Aber ich habe mir sagen lassen, die Inferno hat so viel Munition, das reicht dicke. Und dafür feuert das Ding hier etwas langsamer. Sieht aber auch gigantisch aus. Ja, also im Prinzip ist das ein fliegendes Geschütz. Da hat irgendjemand ein Geschütz genommen, hat ein Cockpit rechts dran geschraubt, ein paar Flügel dran und ein paar Triebwerke, um einfach mal, um Großkampfschiffe zu bekämpfen. Mit dem Nachteil, wie gesagt, fix eingebaut und nicht gegimbelt. Ansonsten sind die, glaube ich, baugleich. Wobei, ich glaube, die Manövrierfähigkeit, die Geschwindigkeiten haben einen gewissen Unterschied. Müsste man mal gucken, oder ob das versehen ist, weiß ich nicht. Ja, also die beiden Schiffchen sind neu, gleich flugfertig. Freuen sich einige Leute einen Kullerkeks drüber. Mein Spielstil ist es nicht, sind mir zu spezialisiert. Ich stehe ja mehr auf versatile Ships, also auf Schiffe, die eine gewisse Vielseitigkeit haben, und Großkampfschiffe bekämpfen, naja, ich weiß nicht, ist nicht so meins. Aber mein Gott, wie gesagt, jedem seins, deswegen habe ich auch keine Ares. Aber bei mir wird sich an anderer Stelle etwas ändern. Ich sag's noch nicht, ich weiß mir nämlich noch nicht, ob ich mir da sicher bin. Das hängt auch davon ab, was Misk so in den nächsten Tagen bringt. Ihr werdet vielleicht wissen, wovon ich rede. Aber da kommen wir noch zu. Eventuell wird sich in sehr großem Stil was bei mir ändern. Also großkampftechnisch, vielleicht auch nur so mitteltechnisch. Das müssen wir dann mal gucken. So, aber das war Crusader Industries. Aber wir haben ja auch noch einen zweiten Aussteller, nämlich ihr Tumbril Land Systems. Und das ist, denke ich mal, auch kein Zufall, dass Tumbril Land Systems hier sich die Halle mit Crusader teilt, weil Tumbril Land Systems, also die Bodenfahrzeuge, die passen natürlich super hier in die Starlifter-Varianten rein. So. Mein Gott, ist es tief. So, und da haben wir hier natürlich diverse Tumbril Rover, die alle mal eine Spritztour lohnen. Hier die Racing Rover, der normale Rover, der... Oder ist das der normale Rover? Wo ist der Rover mit dem kleinen Turm drauf? Mal kurz gucken hier. Hier vielleicht? Ah, hier sind die anderen Rover. Okay, hier haben wir also noch hier den... das ist denn die neueste Variante mit Geschützturm und Raketen. Dann haben wir hier nur mit Raketen. Und dann haben wir hier nur mit Geschützturm und, ja. Wer hat denn eigentlich den Nova Tank? Ich überlege gerade, wo der Tonk, welcher Hersteller das war. Ich dachte, es wäre auch Tumbril gewesen, aber scheinbar nicht. Also Tumbril hat natürlich einige Sachen. Anvil hat auch Bodenfahrzeuge. Was haben wir hier noch im Angebot? Naja, hier haben wir das Moped. Der müsste der Tumbril Ranger sein, auf das natürlich auch einige warten, weil so ein klassisches Motorrad wäre natürlich auch knuffig. Das sieht recht groß aus, oder? Ist das Originalgröße? Wirken recht groß, die Dinger. Ja, also die dürften auch nochmal interessant sein. Die passen vom Querschnitt wahrscheinlich, denke ich mal, auch in die Cutlasses rein, oder? Ja, müssten da reinpassen. So, und dann haben wir hier da noch das letzte quasi der Crusader-Schiffe, was noch nicht im Spiel ist. Der Passenger-Liner, der heißt, glaube ich, Star... Wie heißt denn der? Der heißt auch was mit Starliner, da oben steht's. Crusader Genesis Starliner. Der hat auch einige Liebhaber. Weicht, glaube ich, am meisten von einem der Crusader-Schiffe ab. Ist nicht ganz so flundrig, wie ich finde. Sondern sieht fast wie ein Misk-Schiff aus. Aber, naja. Sieht auch schon recht fertig aus, das Konzept, muss man sagen. Ich glaube, CIG liegt gerade richtig, richtig vor, was Schiffsdesign betrifft. Ich glaube, die sind richtig auf dem Vormarsch. Ja. Also, ja, relativ übersichtlich wieder am heutigen Tag, aber dafür gleich zwei neue Schiffe, nämlich die Ares Inferno und die Ares Iron. Und die werde ich in der Tat dann auch mal Probe fliegen, vielleicht auch mal Probe ballern damit. Gucken wir mal, da will wieder einer gerettet werden, da oben seht ihr, da hat einer ein Medical Issue, aber da habe ich jetzt gerade gar keine Zeit für.
Ja, ich würde sagen, kurz und schmerzlos, dieser Tag von der Expo. Ich denke mal, wir sehen uns in einer weiteren Folge, wie ich die ganzen Sachen hier probefliege, also die Eien und die Inferno, aber hier von der Expo war es das erstmal. Morgen geht's weiter mit der nächsten Expo. Vielleicht auch erst übermorgen, mal gucken, wie viel es da zu sehen gibt. Bis dann denn, euer Mr. Fleck.